Austin? Ja, ich komme. Howard, ich gebe dir noch eine letzte Chance. Mit wem warst du zusammen? Ach, ich weiß einen Scheißdreck. Komm schon, Howard. Du bist zu blöd, um sowas ganz allein gemacht zu haben. Herein. Bei der Army waren Sie doch in Presidio stationiert, nicht wahr? Hm? Warum? Fahren Sie mal hin, es hat dort eine Schießerei gegeben. Da gibt es einen Colonel namens Caldwell. Der ist verantwortlich. Ja, den kenne ich. Kann ihn nicht leiden. Dann ignorieren Sie einfach die Army. Howard, mein Freund, es sieht gar nicht gut aus für dich. Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass du dran bist. Das dritte Mal? Oh, das wird bitter. Friss Scheiße. Da irrst du dich aber, Howard. Während ich im Restaurant sitze und Steak und Hummer esse, wirst du im Knast sitzen für den Rest deines Lebens. Die Scheiße wirst du fressen. Das ist noch ihre beste Vorspeise. Howard geht wohl langsam ein Licht auf. Hey! Um Gottes Willen, was ist denn? Was hast du? Ich hole Hilfe. Mein Herz. Was? Die Priester. Was? Bleib stehen, Mann. Eine falsche Bewegung und ich knalle ihn ab. Nimm deine Kanone raus. Schön langsam. Am Lauf. Lass sie fallen und kick sie mir rüber. Los, mach schon, sonst blase ich dem Kerl hier das Licht aus, ich schwör's dir. Gib ihm die Waffe nicht. Her mit der Kanone, oder willst du sterben, Bulle? Nein. Und du? Wirf die Knarre weg. Her mit deiner Kanone, oder ich krieg ihn um. Denk doch mal nach, Junge. Wenn du mich erschießt, wird er dich erschießen. Nicht weggucken, du musst mich im Auge behalten. Ein Blick zur Seite und ich könnte dich sofort umlegen. Ich tu es! So oder so, Kumpel, du bist tot. Ich werde schießen! Hey, du wiederholst dich ja. Ich glaube nicht, dass du es tust. Denn er hat seinen Finger auch am Abzug. Läuft alles nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, hm? Leb oder stirb, Arschloch. Du hast die Wahl. Ich brauche sofort Hilfe!